Ja, dann prügeln wir mal. Oh, nervt mich nicht! Ah, ich liebe es. Guck mal da oben. Oh. Easy prey. Ja, wenn schon richtig. Die nerven mich. Die sollen mich in Ruhe lassen. Easy prey. Oh nein. Oh nein. Bitte lasst mich. Bitte lasst mich. Bitte lasst mich. Mein Sklave. Ne, was? Der hat Pflanzenmänner dabei. Der namekianische Bastard wird dafür bezahlen, mich getötet zu haben. Wird er? Wird er das? Also... wir sind ja Level 39. Was ist denn da passiert? Na, wenn das nicht Raditz ist. Du, was willst du? Alleine? Na, was ist das für ein Gefühl, von demjenigen wiederbelebt zu werden, der einen getötet hat? Was? Du meinst, das war nicht Vegeta? Ich dachte, er hätte von meinem Tod erfahren und mich zurückerwünscht. Vegeta scheint mir nicht der Typ zu sein, der Leute wiederbelebt, die so leicht sterben. Ah, ich habe nur eine Sekunde nicht aufgepasst, mehr nicht. Ja, was denn? Ja! Ich bin kein Schwächling, ich bin ein Elitekrieger der Freezer-Armee, die haufenweise Planeten erobert hat. Nein, du bist kein Elitekrieger. Also Vegeta ist der einzige Elitekrieger. Nappa einigermaßen Elite? Ich glaube, wenn Nappa trainieren würde, wäre er auch wahrscheinlich irgendwie auf einem guten Weg. Aber er hatte nicht die Chance. Raditz, hoffnungslos. Er ist genau wie wir. Also wie Goku. Nur schlechter. Schön. Wenn du dich so für so hart hältst, dann beweise es. Nur wir beide. Du wirst es noch bereuen. Nur wir beide. Was ist das? Nur wir beide? Schick deine Kohlköpfe mal weg. Du wirst es noch bereuen, dich mit mir angelegt zu haben. Nur wir beide. Zwei Kohlköpfe dabei. Nur wir beide! Ich hab Vegeta und Krillin dabei! Aber nur wir beide! Nur wir beide, ne? Hab ich doch gesagt! Dass Nappa ein Elitekrieger ist, oder nicht? oh.
Oh, was? War's das schon? Verdammt! Wie bist du so stark geworden? Ich weigere mich, von einem meinen nutzlosen kleinen Bruder und seinem Verliererfreund zurückgelassen zu werden. Das ist deine Schwäche. Im Gegensatz zu dir sucht Son Goku keine Ausreden fürs Verlieren. Oder du hast nicht richtig zugehört. Ja, also Nappa ist ja wirklich... Er ist zwar nicht jetzt so stark wie Vegeta. Also Vegeta ist eine Klasse für sich. Aber wie gesagt, wenn Nappa hätte die Chance gehabt zu trainieren mit Vegeta und Goku, wären sie wahrscheinlich schon so auf dem fast gleichen Level. Ich weiß nicht, wie gut Nappa trainieren kann. Obwohl der ist ja schon ziemlich alt, der Sack. Halt verdammt nochmal das Maul! Ich bin ein stolzer Saiyajin-Krieger! Wenn ich trainieren würde, hättest du nicht den Hauch einer Chance gegen mich! Ach wirklich? Wie wär's denn damit? Du trainierst mit uns und zeigst, was du drauf hast. Gut, ich werde euch mit Freuden besiegen und dafür sorgen, dass ihr um euer Leben bettelt. Ihr werdet noch wünschen, nicht so dumm gewesen zu sein, mir diese Gelegenheit zu geben. Warte mal! Heißt das, wir können jetzt Raditz als Partner nehmen? Ah, so bekommt man die! Interessant! Das heißt, Raditz steht jetzt auch öfters mal hier rum. Okay, cool. Ganz ehrlich, ich überlege schon die ganze Zeit, warum beleben sie nicht mal Raditz oder Nappa wieder? Sind ja auch Saiyajins. Und ganz ehrlich, die würden bestimmt nicht wieder einen auf böse machen. Klar sind sie erstmal so total badass und ich würde mich doch nie mit sowas wie euch zusammentun. Aber wenn Vegeta schon sich ändert, warum nicht die auch? Ja, genau, da hatte noch Haare auf dem Kopf. So, der nächste. Wer darf dann gegen Nappa kämpfen? Ich habe mich nicht mal warm geprügelt. Darf man auch aus Kämpfen fliehen? Ich will nicht überlevelt sein.
Wo ist er? Wer müsste da sein? Steht jetzt hinter mir jemand? Was ist hier los? Hier ist was kaputt! Dann geh ich woanders hin! Oh ja, oh, das mit den Touristen war so, oh, so, ich dachte nur noch, so, nein, geht weg. Oh, die waren so hohl. Oh, seid ihr Namekianer? Nein, ich will dies. Hey, da sind sie ja, die vier der Ginyu Force. Ich gebe es nun gern zu, aber ich war bisher nicht stark genug zum Siegen. Ich brauche wohl mehr Kraft. Diese Rotzgöre. Okay, Rotzgöre. Ich mach's mir mal schwerer, ne? Komm, hier. Die Rotzgere. Was macht ihr? Hey, du bist doch dieser Wicht, den wir auf Namek getroffen haben. Wie kommt es, dass wir noch am Leben sind? Ich dachte, wir wären gestorben und in der Hölle. Hey, Ginyu ist nicht hier. Was ist hier los? Du wirkst, als du, ob du weißt, was weiß. Kleiner, spuck es aus. Das ist ernst, das ist ja. Ihr seid auf der Erde. Ihr seid hier, weil wir uns euch mit den Dragon Balls zurückgewünscht haben. Mr. Ginyu hat sich in einen Frosch verwandelt und ist davon gehopst. Wie meinst du das, Captain Ginyu ist ein Frosch? Hat er seinen Körpertausch vermasselt oder was? Hey! Warum solltest du uns zurückwünschen? Wir sind deine Feinde, schon vergessen?
Tja, ich dachte, vielleicht ändert ihr euch ja und werdet unsere Verbündeten. Verbündete? Was willst du jetzt, etwa dem Genius-Sonderkommando beitreten? Hä? Nein, das habe ich nicht. Ach so, du willst dich dem Sonderkommando anschließen. Das Genius-Sonderkommando ist eine Elite-Trupp aus Kriegern und wurde auf Befehl von Lord Freezer persönlich gegründet. Captain Ginyu wurde mit der Auswahl der Teammitglieder betraut, um eine ausgewogene Mischung zu gewährleisten, wählte er verschiedene Kampfspezialisten aus. Nachdem ich sein Schützling geworden war, holte er Riku aufgrund seiner Stärke und Bata wegen seiner Geschwindigkeit ins Team. Und zur Abgründung wählt er schließlich Guldo, der kein großer Kämpfer ist, aber die besondere Fähigkeit besitzt, die Zeit anhalten zu können. Es gab noch einen weiteren, Bonyu, den Kopf. Ach ja, dieses Mädel, das aufgehört hat, weil sie dachte, unsere spezielle Kampfpose wäre öde. Wie heißt die, Bonyu? Neugierig. So, die. Kenne ich nicht. Die werden wir also noch kennenlernen. Sie hatte kein Stilgefühl. Also es gibt noch mal extra Charaktere in diesem Spiel scheinbar. Du allerdings, uns zurückzuholen, damit du dich dem Kommando anschließen kannst, zeigt, dass du Stil hast. Du warst ziemlich schwach, als ich gegen dich gekämpft habe. Du bist doch nicht stark genug, um beizutreten. Aber wenn wir keine 5 Leute für unsere Spezialkampfpose haben, sehen wir lächerlich aus. Wir könnten ihn wohl vorübergehend aufnehmen, bis wir den Captain wiedergefunden haben. Yeah. Guter Punkt. Aber er kann nicht einfach ohne irgendeinen Test mitmachen. Ich hab's. Geh darüber und denk dir eine stylische Pose aus, die uns aus den Socken haut. Wenn du das schaffst, bist du dabei. Eine stylische Pose? Wie wäre es damit? Abscheulich! Dir ist nicht gut genug. Weißt du überhaupt, was stylisch hart bedeutet? Hey! Du solltest dich schämen! Das ist aber ziemlich schroff. Hey! Ich schätze, du besitzt auch keine Spezialfähigkeit wie Goldos Zeitstopp. Tut mir leid, aber wir können dich nicht ins Genius-Sonderkommando aufnehmen. Ach komm schon, geben wir dem noch eine Chance. Wie wäre es, die Stärke des Kleinen zu testen? Du willst ja doch nur gegen ihn kämpfen, oder nicht? Erwischt! Egal, dann kämpfe ich auch gegen ihn. Ich will sehen, was er drauf hat. Hey, das ist unfair! Wenn ihr gegen ihn kämpft, will ich auch. Ich hatte schon ewig keinen guten Kampf mehr. Schon viel besser. Genau, wenn du uns im Kampf besiegst, nehmen wir dich bei uns auf. Och Mann, ich dachte, ich würde gegen alle 4 kämpfen. Na gut, 3.
Aber das wird wohl kaum passieren. Oh, schon mal der erste hier weg. Nein! Boah, noch so ein Strahl und er ist weg! Das ist doch ein Witz! Seine Stärke ist einfach unfassbar! Captain Ginyu wäre stolz sein, so starken Krieger in seinem Kommando zu haben. Ein ganz schön starkes kleines Kerlchen. Ich hätte keine Probleme damit, ihn aufzunehmen. Ja, okay. Im Grunde genommen sind die ja eigentlich, obwohl doch sind böse, die Dean Freezer. Aber ist wie bei jedem, der einem unterliegt, es ist deren Job, ne? Musst du nicht unbedingt böse machen. Deine Posen sind Müll, aber wenn du lang genug bei uns bist, helfen wir dir. Ich weiß nicht so recht, ob das eine gute Idee ist, sich mit solchen Typen anzufreunden. Passt auf! Ihr... Also Gohan als Erwachsener. Ihr kennt ihn, den großen Saiyaman. Ich sehe es jetzt schon... Dass es eine Quest gibt mit denen, wo sie ihre Posen kombinieren. Das will ich sehen. Also das würde ich feiern. Ich sollte wohl vielleicht auch an meinen Posen arbeiten, was? Vielleicht sind sie mir ja irgendwann mal nützlich. Irgendwann mal nützlich. Irgendwann mal nützlich. So hat das mit dem Saiyaman angefangen. Oh Gott. Aber wir haben das Sinnlos Ginyu Sonderkommando. Und die Dragon Balls können wir wieder beschwören. Yay. Echt schon so viel Zeit vergangen? Oh, und Quell des Wissens. Jawohl.